Die Stadtwerke machten heute kurzen Prozess. Heizung und Warmwasser in mehreren Straßenzügen des Südparks in Halle wurden abgestellt. Grund seien unbezahlte Rechnungen des Eigentümers. Für den Mieterrat Halle ein Skandal. Er appelliert an die Stadtverwaltung, einzugreifen und den Mietern zu helfen. Die Stadtverwaltung sollte in Vorkasse treten und per Bescheid sich das Geld vom Eigentümer zurückholen. Hat die Stadtverwaltung sogar die Möglichkeit, ins Grundbuch reinzugehen, und dann wird der Vermieter sofort zahlen. Betroffen sind mehrere Wohnblöcke in der Eduard-Künecke-Straße oder der Mendelssohn-Bartholdy-Straße. Die Mieterinnen und Mieter hier sind stinksauer. Der Eigentümer, da hörst und siehst du nicht, und die neue Verwaltung, die sitzt ja in Jena. Und von denen hört man nichts, erreichbar sind sie nicht, telefonisch gehen sie nicht ran. So, was sollen wir hier in Südpark machen? Also im Moment müssen wir dann improvisieren mit dann halt Wasser alles aufkochen, so weit wie es geht. Und wenn es halt kälter wird, müssen wir halt ein paar Decken mehr nutzen. Inwieweit es jetzt funktioniert, habe ich noch nicht ausprobiert, aber ja, das ist heute erst angekommen. Mal gucken, wie das vielleicht funktioniert. Wegen diverser Zahlungsrückstände hatte der hallische Energieversorger in den letzten Jahren immer wieder mit Abschaltungen gedroht. Doch in letzter Minute waren ausstehende Zahlungen doch noch beglichen worden. Diesmal ist es nicht so. Der Vermieter hat sich nicht mehr gemeldet. So wurde uns das mitgeteilt, hat nicht gezahlt. Problem dramatisch. Firmen wie die Schädlingsbekämpfung oder Heizungsmonteure kommen inzwischen nur noch gegen Vorkasse ins Haus. Auch im Umfeld der Häuser sind die Zustände miserabel. Müll liegt im Hof, verdreckte Treppenhäuser, ungepflegte Grünanlagen. Wie es jetzt weitergehen soll, das weiß hier keiner. Also ich denke, das ist unser Untergang. Irgendwas muss hier geschehen, damit die Mieter wieder zu warmem Wasser und Heizung kommen. Jetzt, wo die kalten Nächte alles kommen, wie soll das hier werden? Nun hoffen alle hier, dass ihr Vermieter reagiert und sich mit den Stadtwerken in Verbindung setzt. Ansonsten könnte es für viele Mieter im Südpark bald ein paar frostige Tage und Nächte geben.